Ja, wir machen weiter jetzt mit dem Thema nach der Pause. Wir wollen die nächste Aufgabe von dem Professionalitätsfaktor, die Aufgabe, die wir sind, nämlich diese Aufgabe wollen wir jetzt gemeinsam machen. XU zu UY ist gleich 3 zu 2. 3 zu 2. Nur angenommen. Wenn XY 5 cm lang sind, wie lang ist UY? Wenn XY 5 cm sind, wie lang ist UY? 2. Woher wissen Sie? Ja, 2 durch 5 mal 5. Stimmt's? Stimmt. Oder das Gegenteil davon ist, das ist jetzt mal U. Wie ist das mit XU? Ja, ganz einfach. XU ist gleich 3 zu 5 von 5. Umgekehrt. Wie wäre es jetzt, wenn... Das ist jetzt eine Übung von Grundlage Mathematik, damals in Klasse 7 oder 6, ja. Wenn ich jetzt XU schon kannte, zum Beispiel 3 cm. XU ist 3 cm. Wie lang ist XY? Wenn XU schon bekannt ist, 3 cm, wie lang ist XY? Ja, ganz einfach. 3 plus 2, nämlich die 5. Geteilt durch 3, nämlich sein Faktor, mal die tatsächliche Länge, 3 cm. Alles klar? Okay, nun mit dieser Hilfe, wollen wir die Länge XY bestimmen. Wir wollen die Länge von XY bestimmen. Ja? Lass uns beginnen. Ich lese auch nochmal, U liegt auf der Kante XY. Das Verhältnis ist bekannt, XU zu UY 3 zu 2. V und W sind Punkte auf der Kante YZ und XZ bzw. Na, jetzt komm. U, V, W, X ist eine Raute. Raute bedeutet Rhombus. Ein anderes Wort für Raute haben Sie schon gekannt. Der Rhombus. Plural, die Rhomben. Rhomben. Die Rhomben. Okay. Politikus. Gibt es nicht auf Deutsch. Politikus gibt es nicht. Gibt es nicht, sondern Politiker. Na, was bedeutet Rhombus? Rhombus ist eigentlich eine Teilmenge. Die Rhomben sind die Teilmenge von Parallelogramm. Das heißt, Rhombus und Parallelogramm, sie haben zwei Paare, die parallel sind. Ja, gegenüberliegenden Kanten sind parallel, gegenüberliegenden Kanten sind parallel. Aber eine Besonderheit haben Rhomben, nämlich alle Kanten sind gleich lang. Das heißt,
Hier kennen Sie schon 18 cm, 18 cm und 18 cm. Oh, das heißt XO ist schon lokal. Kann man XY rechnen? Ja, lass uns rechnen. Also XU ist lokal. XU ist gleich 18 cm. Stimmt's? Und jetzt XY bedeutet? XY ist XU 18 cm. XY 3 plus 2 Drittel mal 18 cm. Das heißt, 5 zu Drittel, 18, das ist 6, 6 mal die 5, 30 cm. Das ist sehr einfach, stimmt's? Gut, alles okay? Ja, Fokus ist klar. Nicht abgelenkt mit Handy. Erstmal Fokus. Für die PCR-Prüfung. Ich weiß nicht, warum ich bin dran. Nochmal, was haben Sie gesagt? Ja? Ah nein, ich benutze meine Handy für die Buchen. Oh ja, ja. Ich spreche von Nito. Nito ist ganz deutlich. Er ist abgelenkt von, er ist gerade beim Stolken. Kennen Sie Stolken? Christi macht es doch. Okay. Nummer 2. Die Aufgabe: ermitteln Sie die Länge WZ. Wie können Sie WZ beschreiben? Schauen Sie dieses Dreieck. Dreieck Y UV. Und das Dreieck Y XZ. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die beiden Dreiecke vergleichen? Sie sind ähnliche Dreiecke. Das bedeutet, dieses hier geteilt durch diese Länge ist gleich diese Länge geteilt durch diese Länge. Das bedeutet, diese 18 geteilt durch dieses hier. Stimmt's? Stehen alle mit dem gleichen Faktor im Verhältnis. Okay, dann machen Sie es mal. Ohne meine Hilfe. Machen Sie es mal. Ohne meine Hilfe. Kann man das noch gut sehen? In dem Bereich? Ja. Ja. Noch drehen, ja? Gut, dann machen wir. UV steht im Verhältnis mit, also nochmal, UV steht im Verhältnis mit XZ. UV steht zu XZ ist gleich UV zu XZ ist gleich UV zu XZ gleich YU YX. Stimmt's? Schauen Sie nochmal. UV verkleinert gleich. UV zu XZ ist gleich YU zu YX. Habe ich recht? Ja. UV ist gleich 18 cm zu XZ ist gleich 2UYX. Welche Ratio haben Sie? YU zu YX. 2 zu 5. Das heißt, XZ ist gleich 5 halbe, zu schnell? Ich glaube nicht, ne? 5 halbe mal 18. 9 mal die 5? 55.
we are saying now. Bin ich fertig? Noch nicht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nicht XZ. Die Frage ist YZ. Wie kann ich das lösen? WZ. WZ plus X. W ist gleich XZ. Das heißt, WZ ist gleich XZ minus XW. 45 cm minus 8, 10 cm. Das beträgt 27 cm. Einfach oder schwer? Einfach. Einfach. Mr. Sam, können Sie das ausschalten, Mr. Sam?